So, Freunde da draußen, 15. Oktober 2023, 14 Uhr, 6 Minuten, Rückweg, Hamburg, machen wir weg durch, sonst sind wir davor. Wetter, seht ihr gleich, naja, etwas regnerisch, aber jetzt scheint die Sonne, Freunde. Ja, Freunde, musikalisch, Deep Electronic Music, Freunde, ich hab den Bock gehabt, Leute, auf Techno-Geballer. Da bin ich, Freunde. Techno-Geballer wollte ich wirklich nicht. Hier vor uns gucken, geiles Wohnmobil, Freunde. LKW-Wohnmobil. Hör das Ding. Allrad, fährt, was ist das für einer? Gemein. Ja. Da die Zuschauer von YouTube schon begrüßt. Ich mache es nochmal. So, Freunde, bei YouTube, wenn ihr live mit dabei sein wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu meinem Twitch-Account. Könnt ihr gerne mal raufklicken. Dani, Hallöchen. Hallöchen. Schön war's. Karls Erdbeerhof war sehr voll. Karls Erdbeerhof, weil der Ferien nicht, wenn gar nicht so nicht da. Wie war denn dein Wochenende? Was sehe ich denn da am Horizont? Ein Baustellenschild. Okay, meine. Also durch Hamburg durch hat es ganz gut gefluppt. Gucken wir mal, wie der Rückweg ist. Musst du denn am Wochenende arbeiten? Ist ein bisschen komisch, Dani. Esti. Hallo, Radio Hot Rod, hallo. Ich bin gerade gestartet. Ich habe gerade die Kiste angeschmissen hier. Und wir kämpfen uns durch Hamburg durch, aber ich glaube, das wird heute entspannt. Klingt nach Geraffel, Dani. Klingt nach Geraffel, dann gute Besserung an deinem Sohn. Du hast mich angerufen, Steve? Ja. Jetzt hast du mich quasi erwischt. Hab ich gesehen, dass du mich angerufen hast. Sitze. Ja, telefonieren geht nicht. Also geht schwer hier, wenn du jetzt nicht gerade streame. Weil, keine Ahnung, weil mein Internetrouter, da ist ja die gleiche Karte drin wie im Handy. Ja, genau. Also über Discord, okay. Ganze Lebensgeraffel, Freunde. Ganze Lebensgeraffel, wie gesagt, richtet. Ja, wie war euer Wochenende? Was habt ihr erlebt? Was habt ihr gemacht? Ach, kommst du doch, Steve. Das stört doch nicht. Du kannst mich immer anrufen. Bei mir ist so, wenn ich keine Zeit habe, gehe ich nicht ran. Freunde, so einfach ist das. Und könnt ihr euch doch an die... Viele von euch werden es ja noch kennen. An die Zeit, wo es kein Handy gab. Wie entspannt war das denn? mehr oder kein Telefon. Weil zu Ostzeiten hat ja kaum jeder Telefon gehabt. Da wurden Briefe geschrieben, klassisch Briefe geschrieben. Ja, also passt auf hier, musikalisch. Normalerweise wäre ja heute so eine schöne fette Techno-Playliste, aber ich hatte keine Lust gehabt. So, wo ist die richtig? SKZ muss ich erstellen. Dann KZ heißt sie. Da ist aber auf alle Fälle der Link. Ja, stimmt. Das Wetter sieht besser aus, als es ist. Er hat voll geschüttet hier. Aber wie gesagt, wir gleiten heute entspannt nach Hause. Dani, da wollte man nichts mit arbeiten. Schrunz, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Und korrigiert hier. Auch KFZ heißt es. Dani, das sind hypothetische Werte, aber dann, vielleicht näherst du dich da an. Mal machen. Das ist kein Problem. Kann ich mir einloggen, können wir machen, Steve. Das ist kein Thema, klar. Gucke ich mir das alles bei dir ein bisschen an. Muss gucken, Steve, dass nicht irgendwelche Codes und sowas zu sehen sind. Weißt du bei dir? Bei Stream-Elements und Tipp. Keys und weißt du, Plugin-Keys und so und Scheiß alles. Aber das können wir gerne mal machen, klar. Können wir mal so eine Stream-Elements-Analyse bei dir betreiben. Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Komm, mach mal in Ruhe, Dani. Tuckel hier, Freunde. Ja, wir tuckeln gleich durch Hamburg. City wird ein bisschen voller sein als auf dem Hinweg. Alles gut. Wie gesagt, musikalisch machen wir ganz entspannt. Wie willst du das machen, Radio Hotwort, mit dem bei Twitch oder über Team Viewer. Sachen sind da drin. Können wir generell mal so eine kleine Einarbeitung machen, Steve, weißt du? In Stream-Elements. Oh, was ist hier los? Meine Staub. Ja, können wir machen, Steve, meinetwegen abends oder sowas. Weißt du? Aber wie heißt denn das hier das alle bei? Mein Gott. Bei Twitch kann man doch direkt sich jetzt einloggen. Die Desk können wir auch machen, klar. Oder Chrome Remote Desktop. Stau, ihr habt gesagt Stau, meine. Ja, oder Team Viewer kann man das machen, das ist halt kein Problem, Steve. Können wir so mal testen. Offline, und dann können wir, wenn es klappt, ja online gehen, weißt du? So, ich sehe am Horizont schon zahlreiche Bremslichter, Freunde. Ja. Aber der Stau ist hoffentlich nur 400 Meter lang, weil haben wir Spurenengung. Ja, das können wir machen. Das können wir machen, dass ich dann mit drin nehme. Wollen wir das machen, wenn du streamst? Wenn wir nicht streamen, kannst du dich aussuchen. Aber das macht ja bei dir, wenn wir bei dir Technik, wenn du streamst und einen Technikstream machen, macht ja bei dir wenig Sinn. Das verwirrt ja deine Leute. Steve. Ja, okay. Nee, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ja, und wir wollen die Leute nicht zu sehr verwirren. Ich sehe das schon bei mir verwirrt, wenn ich mal von zu Hause aus streame und nicht aus dem Auto. Check mal kurz den Navi, was der Navi sagt bezüglich Stau, meine. Naja. Eigentlich geht's. Das machen wir schon. Das ist sowieso eigentlich eine gute Idee, Steve, als Content-Idee, dass man. Und wenn man streamt, bei Leuten, die technische Fragen haben, allen Schnickschnack kann man sich ja einloggen, weißt du? Die Idee ist nicht schlecht. Ich habe ja damals mit meinem Computerfrickel vom Büro aus das auch immer so gemacht, weißt du? Dass der dann quasi über Teamviewer Zugriff hatte. Ich überlege bloß gerade, liegt denn effektiv dein Bildschirm bei mir einblende? Ja, das müssen wir mal offline testen, wie das liegt. In OBS. Ja. Ich weiß schon, das können wir über Bildschirm piepschen hin. Das ist was am einfachsten ist, weißt du? Da nicht so viel Nerven verursacht. Sind wir hier in der Einengung bei der Baustelle? Gucken wir mal. Reißverschluss ist das Zauberwort. Naja, mit den Discord-Geschichten, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht mit Zuschauer und so, wenn ihr holt, weißt du. Aber ich sage dir, Steve, Discord gibt einfachere Methoden. Ich finde Discord immer ein bisschen holter die Polter. DJ Dahu, Mahlzeit, warten, Mahlzeit, 2:30. Kaffeezeit, mein Freund. Ein Käffchen. Aber ich muss weggehen, dann kriegt zu Hause hin, naja. Ach so, das noch okay. Thema Baustelle. Mein Statement. Und zum Thema Stau. Bitte hier. Ja, vorhin, ich bin ja erst von einer Stunde hier in die andere Richtung gefahren. Da war das noch in Ordnung gewesen, aber ich habe schon gesehen, dass das hier. Klar, guck mal, die machen eine Autobahn auf eine Spur hier. Ist klar, was passiert. Ja, das machen wir auch. Süß. Da quatschen wir mal wieder. Vielleicht heute Abend nachher mal gucken, ja? Aber zumindest da erstaunlicherweise in Hamburg ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass sie sogar am Sonntag bauen. Wobei hier auf dieser Baustelle hier, da habe ich seit 2-3 Jahren nicht einbauen gesehen. So innerstädtische Baustellen fummeln so ein bisschen rum, aber der Rest. So, Stick ab, ja. Alles klar, Steve. Ich habe ja hier den Zufallsgenerator für die Videos gemacht. Mal gucken. Ja, schön, oder? Guck mal. Ist das schön, meine. Herrlich. Noch eins? Komm. Das geht ja nicht, das ist ja Abklingzeit, meine. Gilt ja auch für mich. Habe ich mich wieder selbst reglementiert, meine. Aber wir haben andere Videos. Erstmal unsere kleinen Effektvideos. Ich weiß, Steve. Ich weiß. Muss auch wieder ein paar Frische schneiden. Was ein abruptes musikalisches Ende. Mal checken, der Navi sagt, der Bursche uns lang schicken will. Okay. Dann machen wir das mal. So, Stadt-Landesgrenze Hamburg überschritten. Jetzt sind wir in Hamburg. Und die Fernbedienung hat auch wieder frische Batterien bekommen. Wieder ein kleines zusätzliches Ausstattungselement in meinem Auto. Ich sag's mal, wenn es so fluppt, wie es jetzt hier gerade geht, dann ist es nicht schlimm mit den Baustellen. Basic Framework. Gestern, Freunde, abends zum Lagerfeuer eingeladen und so. Ey, was hat mir aufgefallen ist, dass das arschkalt geworden ist. Heute Morgen war ich nur ohne Jacke draußen mit den Hunden zum Spazieren gehen. Nee, also es ist Jackenzeit ist da, Freunde. Den Tunnel an. Das gelbe Licht gleich. Zack. Aber Licht. Warte mal hier runter. Schön durch die City gucken wir mal. Wo wir eine grüne Welle haben. Bis jetzt sind die Ampeln gnädig. Ja, gute Schupperonkel, hallöchen. Willkommen in Hamburg. Onkel, ich hoffe, dass ihr einen schönen Sonntag habt. Wenn so nach Hause fahren, jetzt fahren wir wieder zu mir nach Hause und dann gedacht, dann nehme ich euch mal mit. Ja, hier hoch, 9 Grad. Der Wind zieht so ein bisschen. Der Wind, das himmlische Kind. Ja, ich meine, wir haben Mitte Oktober, ne? Locket, moin, moin. Ja, durch Hamburg, Markus, mein Freund. Von Hamburg, meinen Sohn weggebracht, ab nach Hause. Gucken wir durch die Weltgeschichte. Ja, gib den Locket mal Bier. Hamburg! Warum riecht es hier so nach Knoblauch, Freunde? So. Ich fahre ja nicht rüber bei der Ampel, weil da vorne steht ein Blitzer. Den machen wir mal auf. Nicht, dass wir ja noch geblitzt werden. Ich sag mal, ein paar km/h zu schnell, okay, aber rote Ampel, ungünstig. eben drum den Jitteru. Das ist ein bisschen ungünstig. Kommt schon gleich der nächste Rotlichtblitzer. Zack, die App. Checkt meine? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, meine. Ja, mach es mit Geld, ja. Mit alles Geld. Rotlichtblitzer. Das steht da. Machen wir mal rauf auf den Counter. Geht nicht für uns. Hier 147%, 74%. Ist aber noch nicht mal die Hälfte von 1000. Mehr mit weg. Was ist hier los? Ja, Pizzafreunde. Achso, wir wollen mal. Das ist mal die andere Kamerakiste. Und die macht. Unsere Ersatzkamera, weil sie die GoPro abschmiert. Das geht hier nicht, da. Befehle, das sind alles Befehle für den Studio-Stream. Hier, das geht, guck mal. Battle Royale geht, ja. Da gibt es eine strenge Trennung zwischen Studio-Stream und Roadtrip. Ich meine, rein technisch umsetzbar wäre auf alle Fälle. Meine Arbeit, wenn ich jetzt die ganzen Befehle, die im Studio sind, hier auch einfüge. Blitzeranhänger. Ob er irgendwo steht auf unserer Seite. Schokoonkel. Was soll ich da geben? Da ist er, Blitzer, Digga. Schweinebande, stimmt. Ist er. Da müssen wir zur Tanke, aber ich habe keinen Bock, wieder so ein Risiko einzugehen. Mit dem Tankstellen-Kaffee. Schmeckt er wieder schlecht und dann ärgern wir uns wieder. Shadow Dance, hallöchen. Hot Roddern, ja, schöne Grüße zurück. Der Steve auch gerade drin. Ja, Schokonkel und alle anderen rauchfrei. Seit 3 Wochen, 4 Wochen jetzt. Nix. Ja. Ja, ich schaffe, würde ich es nicht sagen. Schokonkel, weil ich immer noch sehr viel dran denke. Ja. Oh, der Björn, 25 Monate Resub. Louis World, alter Schwede, was machst du denn da? Ja, alles ein bisschen umstrukturiert im Leben, Björn, deswegen. Ich muss erstmal einen neuen Streaming-Rhythmus finden, mein Freund. Ich bin auf alle Fälle happy, Schokonkel, dass ich das sowieso erstmal hinkriege. Ja, Björn, geht aber weiter. Es geht alles weiter. Ich muss, wie gesagt, im Rhythmus. Ich muss ja auch alles Sinn machen, weißt du? Wisst ihr, Freunde? Ja, danke für 25 Monate. Wahnsinn. Der einzige Bike, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt die Bäden hier, die jetzt rauchen, hier, die vorm Auto langlaufen und rauchen, da denke ich mir schon, ach, wie geil wäre jetzt eine schöne Tür-Kipp hier durchzuziehen. Aber machen wir nicht. Machen wir nicht. Nein. Wie ist denn die Wetterlage bei euch, Freunde? Also wie gesagt, hier 8 Grad. Bonn, 11 Grad. Ja, und dann, ja, viel Spaß in Bonn. Also 11 Grad im Süden. Naja, hier war vorhin, war ja auch, die Sonne kam auch erst jetzt raus, Freunde. Vorhin war auch dicker Wolkenhimmel. Naja, haben wir uns ja fast wieder angeglichen. Grad, 9 Grad. Ja. Wart mal ab, wenn dann der erste Frost kommt und dann die Blätter abfallen. Und obwohl jetzt da musste los, jetzt ist Hecht- und Barschzeit im Herbst. Oder Zander, genau. Spur wechseln hier, Freunde. Dann sind wir nämlich auf der falschen Abbiegerspur. Was los? Warum ist der Hechtbestand bei euch so schlecht? Also bei uns ist er eigentlich recht gut. Dafür ist Zander schwierig. Also Zander ist da, aber schwierig zu fangen. So, Freunde, sammeln wir gleich den nächsten Blitzer ein. Der steht auch da vorne, ich mache schon mal auf, Blitzer Nummer 4. Und dann nähern wir uns langsam dem Horner Kreisel. Jo. Dann geht's ab auf die Autobahn. Dann gleiten wir aber entspannt dahin, spritsparend. Tanksack 300 Kilometer. Steht dann nämlich der Blitzer Golan Dammtor, Hallöchen, richtig. Willst du aussteigen oder bist gerade eingestiegen, Golan am Dammtor? Na dann komm. Ja, wenn wir eine gute Tankstelle finden. Und dann wollen wir mal gucken nach dem Franzbrötchen. Häppchen und ein Franzbrötchen Golan. Ja, so ein Franzbrötchen vom Bäcker wäre schon geiler, aber ich glaube jetzt hier um kurz vor 3 kommt kein Bäcker mehr auf, oder? Aber das widerstrebt doch, scheiße, wir fahren rüber. Aber das widerstrebt doch Golan so ein bisschen unserem Diätplan, weißt du? Wir müssen abnehmen, wenn wir wollen. Ja. Und meinst du, die Umverpackung mit Fett und Zucker, die schadet dich, oder wie? Golan. Ja, Freunde. Oh, kurze Nacht gehabt. Kurze Nacht. Ich sag euch. Ich weiß auch gar nicht, Golan, ob jede Tanke überhaupt Franzbrötchen hat hier. Müsste man eine so mit so einem Rewe-Shop haben, ne? Hier, Björn, mein Freund, nochmal fürs Resub. Ja, wir tuckeln, wie gesagt, entspannt nach Hause. Später, Björn. Mal ruhig. Ruhig Blut. Deep, ganz frisch zusammengestellt. nicht schon veröffentlicht. Gab's heute Morgen noch gar nicht. Na, wie sieht's denn hier aus? Navi-Check. So, Ampel, stockender Verkehr. Zeit mal im Auto verbringt, Freunde. Mit Stehen und Warten. Unglaublich. Was ist hier los? Das sind wir wieder, Freunde. Fragt mich, was los war. Internet weg. Ja, wir sind wieder live. Also Internet war komischerweise nicht weg. Aber da spare ich die Details. Da spare ich deswegen die Details, Freunde. Weil ich selber nicht weiß, was los war. Ich habe den Router ausgemacht und wieder gestartet und gewartet. Ja, wir sind live. Ja. Das ist der hafenische Hauptkanal, DAV-Gewässer. Und eigentlich echt satt. Gehabt, ne? Und feuerfrei. Ab auf die Autobahn. Etwas sehr viel Geld in der Roulade. Ja, da hast du recht, mein Freund. Was? Ist das so? Die brauchen mehr Geld als die hier in Hamburg hier, weißt du? Aber der Vorteil dabei war Golan, dass der Kind Blitzer stand. Jetzt haben wir kein Franzbrötchen durch für den Golaner. Wir gucken mal, wir halten mal bei der nächsten Tante an. Vielleicht gibt es dann Franzbrötchen. Aber die Chance steht schlecht sogar. Sag ich dir, mein Freund. Umso weiter wir von Hamburg wegkommen. Immer los, wo man Franzbrötchen für den Golan zieht. Na, eigentlich bräuchte man so einen schönen Durchweg. Also, das kann ich irgendwo eigentlich mal gesehen, so ein Drive-In-Bäcker. Das war aber genug wieder vor der Ecke. Das kann der Carsten vielleicht mal bestätigen. Da könnten wir bestimmt so ein Franzbrötchen ziehen. Next Dad, hello. Hallo. Happy Sunday afternoon. Jetzt ist das die Morning Time. Hallo, Carsten. Nee, es gibt irgendwo in Lüneburg da oben halt mal gesehen, so einen Bäcker, wo man reinfahren kann. Frag mich. Weißt du? Wie so ein Drive-In, weißt du, Bäcker. Weil wir jammern rum, dass wir uns kein Franzbrötchen geholt haben. Oh, was gibt's denn morgen, Steve? Ich frag mich, wo das war. Hühnerfrikassee, okay. Da hast du diese irgendwo absehen. Texas that yesterday was in a food store. I saw so many sweet Bavarian mustard. And I was thinking, I saw that of you. Oh, meine. Zack, Blitzer. Da wollen wir mal 100 fahren, ne? Hier nicht durchdrehen. Doch, Carsten, fahr, warte, lass mich mal kurz überlegen. Wenn man irgendwo gab es da so. Vielleicht fällt mir das ein, Gast. Auch schon ein paar Jahre her, ja. No mad pretzels. And sometimes, thanks to that, you can buy good bakeries. Never buy a pretzel in German petrol station that's filled with butter. Yeah. Da Brezel, Freunde, wa? Mm. Let me check something. This that. Wait. Viel Spaß beim Lurk. Exeter, check this link in chat. It's typical Bavarian food. You can eat it with pretzel and mustard and these Obatzen. I think it's from Wikipedia. I think you can translate it in English. And Google that and find a recipe and make it. Very tasty. It's not from here, it's from Germany, but not from the north part, it's more from the south part. link you will find in receipt on in English language, the internet. Schön geworden, das Wetter, Freunde, oder? Sprich das mal an. Yeah, Texas. This is that. And the most houses and the most home places here through Germany. Give her the link and yeah. I think she can make it for you. Next petrol station, I will stop and will buy coffee and let me check if I find something with pretzel. Flusshopping. Schauen wir über die Bille. Durchhalten, den grandiosen Absturz hatten wir ja schon mal. Achso, wollen wir einen Refresh machen. Gerade wieder so bewusst, sehr unglaublich diese Technik ist, dass hier von, egal was von der Welt her, mit irgendwelchen Commands, die ich natürlich eingerichtet habe, aber hier auf meinem Rechner zugreifen können quasi. Wahnsinn, das ist echt der Hammer. That out the weather in States. Here it's getting cold. I think next week we will have night frozen temperatures. All the trees are green, but next week the leaves will go down. Der Herbst kommt, Freunde. Dann machen wir jetzt hier die Pizza hier. Fixes that your frozen temperatures at winter time in your area. Oh, wer ist da gerade live gegangen, Freunde? Waschen. Los, zu Max. Waschen. Das war ja schon mal ein Break-Kandidat für nachher, Freunde. I have to check. Texas that what Fahrenheit in Grad Celsius in degrees is. Yeah. We will see, Texas Stat, what this winter will bring for Germany. Oh, meine Stau. Was für eine Scheiße. Traffic Jam. Was ist hier los? Sagt mir Navi nichts. That's a lot of years ago. Ganz ehrlich, guckt euch das mal an, ja? Wir haben rechtsfrei im Boden in Deutschland. Das ist jetzt irgendeine Sau? Niemand. Was ist mit dem scheiß Internet los? Texas that you will see it live in stream. How the weather will be in Germany. Ja, jeweils haben wir Rechtsfahrgebot, Freunde. Und dadurch kommen jetzt auch so viele Staus, weil sie alle links waren. Alle links. Keine Sau hält sich an Rechtsfahrgebot. Krieg mich nicht. So, jetzt fahren wir zum Beispiel wieder schön rechts hin. Holen wir, fahren wir wieder nach links. Nein, nein. Ich werde den Fahrlehrer. Texas Dad. Thank you for the sub. At Texas Dad 2, danke für dein Resub und willkommen in der Abo-Falle. Thank you very much. Wohnmobilfreunde, man hätte wirklich hier Bock drauf. Da wollte ich nicht sehen, vor Hamburg hat da LKW, MAN-LKW als Wohnmobil ausgebaut. Richtig geil. Monchi, Hallöchen, sonnigen Sonntag auch für dich. Hallo, Monchi. So, unser Freund aus Dänemark will hier runter, warum auch immer. Liquid Gold. Ja, Monchi, wir haben ein bisschen Wetterschick gemacht hier bei uns. Wie sieht's ja? Sonne scheint, aber kalt. 10 Grad. Wie sieht's denn bei dir aus? Was? Ja, sabbert richtig. Ist Aprilwetter, oder? Den Eindruck. Wie ist ein Akzent hier drin im Stream, Freunde? Song. Elbe-Lübeck-Kanal. Okay, das geht plus, aber kann man mal überlegen. Nee, keine Ahnung, das steht nicht. Machen wir bremsen oder überholen? Ach scheiße, wir bremsen. Verdammt, ich gucke mir immer gerne die Werbung auf den Autos an. Thüringer Stuben, Berliner Kennzeichen, Stargarder Straße. Das sieht aus wie so ein thüringischen Restaurant. Kulinarische Weltreise. Nudeln Rostbratwurst, weil jetzt überholt er mich wieder. Na, Freunde? Sehe ich wieder Bremslicht da vorne? Ah, fett, Alter, richtig fett. Rebecca, hello. Good afternoon from Germany. Rebecca, hello. Moin. Rebecca, guten Morgen. Wir wollen mal überholen jetzt hier. Nervt mich hier mit dem. Oh man, kleinen Zwischenstopp an der Tanke war. Oh, wie sie bremsen müssen neben mir, Freunde. Nicht schlecht. Der hier schwarze Hyundai musste gerade schön in der Eis steigen. Fahren, Freunde, weil wir müssen zum nächsten. Hier ist dieses Restaurant zu. Naja. Always slowly, Rebecca. Around about 100 kilometers per hour, 115. Here, this part of the motorway is free. You can drive as fast as you can, but yeah, I don't do it. It's too expensive. Der Versuch, der war schon mal nix hier. For the English-speaking friends, we go now over the border between East and West Germany. year was Germany split into two parts. This here is the old border area. Klosterbänken, Leute. Jetzt gehen wir hier mal zu unserer Tankstelle. Yeah, it's nice, Rebecca, but yeah, in the morning we had rain. Wer raided denn jetzt hier? Jetzt, wenn Blauer raided. Hallöchen. Willkommen. Roboter, hallo. Jetzt, wenn raided. Ja, Hallöchen. Bibi, hallo Bibi. Jetzt sind wir alle wach. @Sven_Klauer allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. @Sven_Klauer danke für den Raid und eine angenehme Weiterfahrt. Jetzt seid ihr alle wach. Ja, Sven Klauer, bitte mal Follow-Button drücken, Freunde. Willkommen, Raiders, Freunde, ja. Der hat jetzt 200 Kaffee gerochen, genau. Die sehen, dass wir gerade hier an der Tankstelle sind. Also, Freunde, wir halten mal hier an. Hinter dem. Was ist das hier für ein Auto? Ami. So, Freunde, bin gleich zurück. Sven, hallöchen. Danke. Danke, mein Freund, für den Raid. Ich hol mir schnell Kaffee. Ich bin gleich zurück, Freunde. Rebecca ist mir allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. @Rebecca ist mir danke für den Raid und eine angenehme Weiterfahrt. So, vor uns brennt ein Dodge Charger. Weil ich sie lesen können. Übrigens, Kaffeemaschine war kaputt gewesen, deswegen habe ich mir jetzt Saft geholt. Und zwei trockene Brötchen. Aber mit Deutschland. Dodge Charger, meine. Kann man richtig sehen? Mal nach. Ja, Sven, Freunde, hallo, herzlich willkommen. Fährt da noch mal los, oder nicht? Ja, wenn er nicht fährt, muss ich losfahren, Freunde. Muss ich rückwärts fahren. Anscheinend hat er ein technisches Problem. Der Dodge Charger. Sven, war das hier macht? Keine Ahnung von Amigas. Der Motor lief ja, aber keine Ahnung. Wenn der Motor lief und der nicht losfahren kann, Getriebe, ja alles Automatik. Und die Automatik von den Amis ist ja also butterweich, keine Ahnung. Mindestens nicht gehupt. Hätte er hupen können. Willkommen zurück, Carsten, mein Freund. Wenn die losfährt, eine Ampel hupen und so, ich mach das ja nicht. Aber andere machen das nicht. Aber der hatte ein Kennzeichen aus Brandenburg gehabt, deswegen habe ich nicht gehupt. Oh. Naja. Aber ich wurde auch schon ganz häufig angehupt. Weil du weißt, ich bin ja auch nicht der schnellste Fahrer. Ach, der war schnell, ja. Texas Dad. I only bought one because no pretzel in this petrol station. And the coffee machine was out of order. Obwohl, Adidas, ich bin letztens offline quasi geblitzt worden. So, mein Freund, danke für den Raid. Was dann? Ja, ich muss mit meinem Metro noch, wenn wir angekommen sind, muss ich mit meinem Nummer raus. Dankeschön, Bibi. Viel Spaß beim Kochen. Eine 50er-Zone. Dreck einfach enträumt. Kennt den ja, den Blitzer. Total bescheuert eigentlich. Man, die hätte ja nicht sein müssen. Keine Ahnung, 20 vielleicht zu viel. Da habe ich mir auch gedacht, ob man da oder könnte er in eine Wohnung winkeln. Ah. Nur deswegen, weil ich morgens musste Geld abheben, weil ich den Hundehotel bezahlen musste, morgens um 5. So, weil nirgendwo überall scheiß Automaten funktionieren, bin ich da umhergeeigelt durch die Stadt und habe einen Militärautomaten gesucht, der funktioniert, weißt du? Oha, Polan, bestell jetzt schöne Grüße, besten Genesungswünsche, ja, mein Freund. Hüfte ist immer scheiße. Gute Besserung, sag ich, gute Besserung, Roland, ja? Nee, morgen früh noch nicht, Roland. Ich muss die Woche erstmal meinen Rhythmus finden und mit dem Hunden und hin und her. Aber ich denke mal, so ab Mittwoch werden wir dann wieder einen festen Rhythmus haben mit Streaming. Aber ich informiere euch, wenn es feststeht, über Discord, Freunde. Es war auch erstmal unglaublich schwierig, Kollegen, so eine Kindertagesstätte zu finden für die Hunde. Dann so einfach. Hallo. Oh. Nochmal ans Ende vor uns. Da hat der Tankdeckel auf mir lassen, auch nicht schlecht. Flusshopping, Motel, wie das Motel. Also manche fahren fette Karren, Freunde. Unglaublich. Unglaublich. Kann man so viel Geld für Autos ausgeben? Ja. Man überlegt, da Auto, manche Autos 100.000 Euro oder so, nicht, ist nix. Baustelle, Freunde. Ich muss ein bisschen aufpassen hier, wie im letzten. Was sagt der Tank? 230 Kilometer reicht. Brauchen wir morgen nicht tanken. Pionieren, Freunde. Das ist unser Raid-Ziel. Wird mir angezeigt? Warum wird es doch jetzt angezeigt? Dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen mit der Technik. mal Bock gehabt, der Schlingel. Ach, fängt das so drin. Ultraviolett. So, was ist hier? Kann ich überholen? Mein Gott, manche schleichen aber über die Autobahn. Ultraviolett. Und manche fahren schnell. Er hier und er hier. Noch einer. Unglaublich, meine. Zwei Reisebusse aus Dresden. Was ist denn hier los? Die Sachsen am Ausgang. Muss noch mein Navi checken, wo wir runterfahren von der Autobahn. Hat er in 500 Metern noch hier. Okay. Ja, dann fahren wir noch ein bisschen. 20 Kilometer nach Autobahn. Was war ja. Videos rein. Ne? Was da schon so ausgedacht haben. Was sagt ihr denn überhaupt? Ah, würde uns mal das schicken. Darüber. Hat sich schon mal herausgestellt, dass man mal auf seinem Navi hören sollte. Dankeschön. Oder schönen Sonntag wünsche ich dir. Wir testen mal die andere Strecke. Bye bye. Ich glaube, da sagt. Ich bin mal neugierig. War ganz verrückt. Machen wir mal. Brückenschäden, Freunde. Runter auf 100, runter auf 80. Brückenschäden. gerade denke, Freunde, ist so ein Tag, hätte ich so richtig Bock ins Kino zu gehen, einen Dödelfilm anzugucken, so eine schöne Tüte Popcorn. Ne? War nämlich schon ewig nicht mehr im Kino. Aber ich gebe euch nochmal den ganzen schönen Himmel, Freunde. Schönen blauen Himmel, blauen Wolkenhimmel. Vincent, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Servus, Vincent. @Vincent_207, danke für dein Follow. Servus. Und willkommen als Beifahrer beim Roadtrip. Aber Servus tippe ich dann doch nicht. Das muss ich nicht machen. Bereich. Oh, bestimmt aus dem Süden der Republik, Vincent. Wo kommst du denn her? So, Freunde, Navi-Check. Also, die Kilometer runter von der Autobahn. Dann wird es ein bisschen experimentell. Gucken wir mal, was das sagt. Das hat für Stream der SAT von da. Lord Secrets by hello, my next friend, my buddy. Good afternoon. Speyer, schöne Stadt. Dann schöne Grüße nach Speyer. Das, ihr habt ja so einen schönen Dom in Speyer, nicht? Elde-Müritz-Wasserstraße, Freunde. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Darüber kommt der Joni ran. Enrico, Dresden, hallöchen. Ich habe vorhin zwei Busse aus Dresden überholt. Da habe ich mir gedacht, na, ob du da drin sitzt. Ja, ich hab meinen Sohn weggefahren, Entschuldigung. Jetzt fahren wir gleich runter von der Autobahn. Nicht durch den Hexenwald, andere Strecke. Keine Ahnung, wir werden sehen. So, da wird es mit dem Internet schwierig, aber machen wir mal. Where the life force flows. Ja, deine Frau hat schon gesagt, Enrico, dass arbeiten muss. Ein Kind ist krank und so weiter. Also wieder das volle Programm. Ja, ja, hat sie mir geschrieben über WhatsApp. Du, sie muss sich keinen Kopf machen, alles gut. Alles gut. Twitch frisst richtig Datenvolumen. Ja, wenn du überlegst, was wir also, wo wir kleben waren, Enrico, was wir also an Kinderkrankheiten alles mitgenommen haben. Masern und so, Bumps, Kältungskrankheiten. Ich habe halt sogar diese scheiß Meningitis gehabt, diese Hirnentzündung. So eine experimentelle Strecke hier geladen. Jetzt ist die Funkwelt noch in Ordnung. Ja, 4 Wochen. Das ist ein harter Kampf. Also hart eigentlich nicht. Das Einzige, was ein bisschen nervt, manchmal kommt noch so ein Schub, weißt du, dass man so drüber nachdenkt. Und was ich wirklich doll merke, und das stört mich wirklich, ist, der Geschmackssinn ist wieder. Und viele Sachen, die ich vorher gerne mal gegessen habe, schmecken mir nicht mehr. Ich habe letztens so eine Fanta geguckt, muss man mal watchen, ich bin eine Fanta. Nimm einen Schluck und dann hab sie weggekippt. Weil ich den Fanta-Geschmack so eklig fand. Bah. Und eben gerade habe ich hier so einen Multivitaminsaft hier von Hohes C. Der hat zur Rauchzeit noch besser geschmeckt. Ja, Freunde, kann sein, dass es gleich ein bisschen dünn wird mit dem Internet hier. Müssen wir mal durch. Wie gesagt, Stream läuft ja im Hintergrund weiter. Einfach dranbleiben, wenn der Stream dann hackt oder leckt oder abbricht. Alles klar, Carsten. Ein Freund. Ja, und die Woche korrekt war ein Plan, wann wir wieder einen richtigen Streaming-Rhythmus hinkriegen. Ich werde euch dann informieren über Discord. Ja, es ist total unangenehm. Also viele Sachen schmecken total unangenehm. So, Freunde. Keine Ahnung, was hier im Internet sagt. Bis eben den Teilbereich war, da war noch nicht mal LTE-Netz. Gucken wir gleich mal. Na, hier auch. Also nicht heute, aber gestern. Dankeschön fürs Trackloben, Job-Onkel. Das ist ein bisschen wie Aprilwetter, Freunde, oder? Komm, ich mal die schöne Landschaft nochmal. Sieht schön aus. Vor allen Dingen, Freunde, die Blätter verfärben sich langsam. Es ist nicht mehr das satte Grün des Frühlings. Ja, na, wir waren Karls Erdbeerhof. War aber sehr voll dort. Das ist gut. Man dran denken soll, dass wir Ferien haben. Ja, da haben wir ein paar Attraktionen gemacht und so. Und ja, nichts verfahren wir dann. Irgendwo anders sind wir sehen. Nö, entspannt. Zeit verging sehr schnell. Freitag Rückweg war ein bisschen anstrengend, weil wir schon im Stau standen. Ein bisschen den Nerv. Naja, wisst ihr ja, Stau wäre ja kein Staufreund, Freunde. So, hinter dem Dörfchen hier. Mal bei dem Internet sagen. Und wir lernen mal nach, ob unser potenzieller Richtkandidat noch da ist. Guck mal. Der Bus. So, jetzt wird es hier mit dem Internet dünn, Freunde. Zuverlässige Autos, Freunde. Ohne Schnickschnack. Motor, 4 Räder, Lenkrad, Feuer frei. So, gleich hier hinter die Knie. Passt doch. Sag's euch. Wollen wir mal landschaftlich schöne Strecke haben? So, meine Navi-Check. Hier ist Braun, hier nehme ich wie bescheuert hier im Städtchen. Okay. Der Blitzer, sag mal Enrico, sag mal deiner Frau, und siehst, war der Blitzer, der mich letztes erwischt hat hier, der Schuld. Hier, das ist Nummer 5 des heutigen Roadtrips. Ja, weil Bargeld abheben musste. Die Automaten hier nicht funktionierten, morgens um 5 Uhr. Damit hier rumgeeiert durch die Stadt und hab hier irgendwo einen scheiß IC-Automaten gesucht, weißt du? Mal zum Hundeauslaufgebiet und dann gehen wir mal mit den Hunden raus. Ja, gerade montags ist es immer so. Montag früh immer die alle Automaten im Arsch. Läuft halt richtig gut, weißt du? Im Städtchen. Im Ländlein. Hallöchen, schönen Sonntag, ebenfalls dir, mein Freund. Ja, Joda. Wie geht's dir denn? Abo hast du, okay, Abo ne. So. Meine In-Ear-Kopfhörer machen schlapp. So, Holperstraße, vor allem, mach mal die andere Kamera an, erinnert mal hier. Die wahren Verhältnisse. Ja, nix ist schön hier mit der GoPro und Stabilisation und so. Gib doch mal die wahre Situation. Aber wir gehen mal wieder zurück zur GoPro. Dresden-Kommand, Enrico. Schaut mir gerne an, ist mir gut gelungen. Warte mal, ich mach das auch nochmal so. Guck mal. So ist es besser für den Dresden-Kommand. Bitteschön. Steve, mein Freund. Jetzt gar nicht. Hast du jetzt noch, wollen wir das mal testen, die Aktion? Steve, nachher, wenn ich zu Hause bin, mal kurz gucken, wie wir das so lösen können. Enrico, Dresden Command. Dresden ist eingeschlafen, naja. Komme ich wieder zurück zu euch. Freunde, ich habe keine Jacke, weil ich muss mit den Hunden raus, aber ich habe eine Mütze. Das ist schon mal ein Anfang, oder? Na, ich melde mich nachher bei dir mal, Steve, wegen der Bildschirmfreigabe und so weiter. Weißt du? Die Bäume an. Guckt sie euch an, der Herbst kommt. Der Herbst naht. Den Weggegner herunter mit meinen Hunden. Vielleicht mal die Windmalanlagen an hier, Freunde, wie die zu kämpfen haben. So, ihr Verrückten. Okay, also wie gesagt, die Woche steht der Plan. Dann zeige ich euch, wann wir online sind. Und ich würde sagen, wir raiden jetzt, Freunde. Wir raiden jetzt zum Hoschen. Ich zeige euch mal. Ach, der hat seine Raids ausgeschalten. Na dann geht's nicht, dann raiden wir halt nicht, Freunde. Stimmt, Hoschen hat ja ausgeschalten, den Raids. Hoschen will ja keine Raids. Naja, dann gehen wir so hin zum Hoschen. Ich mach mal hier. Guck mal, das ist der Link vom Hoschen. Dann gehen wir jetzt gleich hin, Freunde. Bye, bye, Freunde.